Sie haben das Wort, Herr Danke. Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bei dieser aktuellen Debatte handelt es sich um eine von CDU, SPD, Grünen und, wie ich auch gerade sehen konnte, mit den Linken abgestimmte gemeinsame Schauveranstaltung. Nach der Methode haltet den Dieb, spielen Sie sich als Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat auf. Dabei sind Sie es doch, die in den vergangenen Jahren den Rechtsstaat immer weiter untergraben und ausgehöhlt haben. Ihre Parteien haben zahllose Rechtsbrüche begangen bei der sogenannten Euro-Rettung und insbesondere bei der Asylpolitik der offenen Grenzen und der Aushebelung des Bundestages bei den entsprechenden Entscheidungen. Dazu gibt es eindeutige rechtswissenschaftliche Gutachten ehemaliger Verfassungsrichter, die den Verfassungsbruch in Berlin festgestellt haben. Es war die Merkel-CDU, die die Axt an den Rechtsstaat gelegt hat, gemeinsam mit der SPD-Spitze und Heiko Maas, die die Meinungsfreiheit in unserem Land beschränkt und in zunehmendem Maße das Internet der sogenannten Political Correctness untergeordnet haben. Sie, meine Damen und Herren, und niemand sonst vergiften das gesellschaftliche Klima. Und das werfen Sie ausgerechnet der AfD vor. Wenn ich in der Begründung zu dem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Grünen lese, ich zitiere, so beteiligen Sie auch führende Repräsentanten der AfD und nicht wenige ihrer Mitglieder bewusst an rechter Hetze und ebnen damit den Weg für Gewalttaten. Zitat Ende. Und das ist die Antwort auf Sie, Herr Stahlknecht. Wer als CDU-Fraktion sowas unterschreibt, solch eine bodenlose Unterstellung und Unwahrheit, der ebnet in der Tat in der Bevölkerung den Weg für Hassrede, Auseinandersetzung und Pflastersteine. Und zwar für die Dinge, die gegen unsere Partei in der Masse praktiziert werden. Sie haben ein völlig falsches Bild geliefert. Die heutige Antifa, das sind nämlich Vorläufer einer faschistischen Bewegung. So einfach ist das. Demgegenüber betrachtet es die AfD als ihre Aufgabe, den von Ihnen gemeinsam in Frage gestellten Rechtsstaat wiederherzustellen, unsere Grenzen zu schützen und die innere Sicherheit wieder zu gewährleisten, damit auch die Demokratie zu verteidigen. Was ist nun der Sinn Ihres Antrages und warum kommt dieser Antrag gerade jetzt? Einmal sind Sie vor den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen schlicht und ergreifend in Panik geraten, angesichts der nach oben zeigenden Umfragewerte der AfD. Auf den politischen Gegner einschlagen und gleichzeitig vom eigenen Totalversagen ablenken, das ist Ihre Devise. Und da machen wir nicht mit. Darüber hinaus nutzen die Grünen hier in Sachsen-Anhalt offenbar die Gelegenheit, um wieder deutlich zu machen, wer in Sachsen-Anhalt tatsächlich das Sagen hat. Und das ist nicht die CDU, das ist nicht die SPD, das sind die Grünen selbst. Denn sie machen ständig weitergehende Zugeständnisse an diese Mini-Partei und verwandeln die CDU damit Schritt für Schritt zu einem Anhängsel grüner Politik. In der Zeitung konnte man lesen, dass dieser gemeinsame Antrag in der Koalition von den Grünen durchgesetzt wurde. Der Antrag baut einen Nazi-Popanz auf und konstruiert eine Verbindung von AfD und Terrorismus. Sie sind sich nicht zu schade, den ungeklärten Mord am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke in schändlicher Weise zu instrumentalisieren und zu versuchen, die AfD bei diesem Mord zum geistigen Anstifter zu machen. Dabei muss man Ihnen bescheinigen, dass dieser Antrag aller drei Parteien verlogen ist bis ins Mark. Die Kleine Anfrage Angriff auf Parteibüros und Politiker im Jahr 2018 und im ersten Quartal 2019 der AfD-Fraktion im Bundestag förderte Folgendes zutage.
Im ersten Halbjahr 2019 registrierten die Behörden 589 Angriffe auf Politiker oder Parteivertreter. 372 dieser Angriffe, das heißt über 60%, galten den Repräsentanten der AfD. Von April bis Juni diesen Jahres wurden Politiker innerhalb von 3 Monaten 31 Mal Opfer von Gewaltattacken. In 24 Fällen, also knapp 80% der Fälle, waren AfD-Repräsentanten betroffen. Und da versuchen Sie uns in die Reihe derjenigen zu rücken, die angeblich schuld sind an einer Zunahme von Gewalttaten. Bei uns schmeißt keiner mit Steinen, bei uns setzt keiner Polizeiautos in Brand und so weiter. Das Gegenteil ist richtig. Da sitzen die Brandstifter in dieser Republik. Das sind die Leute, die dazu beitragen, draußen auf der Straße mit der Antifa und mit den Linksradikalen in einer Demonstration zu stehen. Herr Fahler, ich würde Sie trotzdem bitten, auch etwas Ihre Worte zu bedenken. Gut, das geht aber nicht vor meiner Zeit. In diesem Parlament muss man auch die Wahrheit sagen können. Und die Wahrheit ist, Sie haben hier sich geeinigt auf einen Antrag mit 3 Parteien, die die realen Verhältnisse in unserer Gesellschaft völlig auf den Kopf stellt. In Wahrheit sind die Linken und die Grünen mit die geistigen Väter des linken Terrorismus, der Antifa und der interventionistischen Linken. Und diese Organisationen gehören verboten. Also die Antifa und die interventionistische Linke, denn die schüren den Terrorismus in diesem Land. Ihre Altparteien haben durch rechtswidrige Massenzuwanderung zur Spaltung dieses Landes in einem Ausmaß beigetragen, wie es zuvor nur durch die Mauer und die innerdeutsche Grenze gelungen ist. Zweitens wollen Sie aber mit Ihrem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Grünen vor allem von einem ablenken, nämlich von Ihrem Versagen als Kenia-Koalition. Die Braunkohlenreviere waren das erste Opfer dieser katastrophalen Wirtschafts- und Energiepolitik, die Sie im Koalitionsvertrag schon 2016 fixiert hatten, lange bevor der sogenannte Kohlekompromiss später auf Bundesebene ausgehandelt wurde. Sie, Herr Haseloff, haben tausende Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze in den Braunkohlerevieren zum Abschluss freigegeben, damit Sie den Weg freimachen konnten für die Koalition mit dieser grünen Partei. Und Sie ordnen sich auch jetzt immer noch weiter dieser Partei unter. Den Menschen draußen können Sie kein X für ein U vormachen. Sie können eine mutwillige Arbeitsplatzvernichtung nicht als Strukturwandel verkaufen. Das sind nur wohlklingende Phrasen, die zu keinem einzigen neuen Arbeitsplatz führen, den die Menschen so dringend brauchen. Zu Ihrer desaströsen Regierungsbilanz gehört auch die 200 Millionen Euro Bankenrettung für die NordLB. Zu diesem Komplex gehört auch die Tatsache, dass 90 Millionen bei der EU jetzt eingefroren sind, weil Schlamperei im Umweltministerium bestanden hat, weil man Anträge nicht ausgefüllt hat. Und diese Umweltministerin, da stelle ich mir wirklich die Frage, Frau Dahlbert, wieso die noch im Amt sein kann, wenn die gegen Borkenkäfer nichts unternehmen will und Sie, Herr Starknecht, in letzter Not die Bundeswehr als Notbremse ziehen, damit da wenigstens noch der Restbestand von Wald gerettet wird. Das sind doch untragbare Zustände einer kaputten Koalition. CDU, SPD und Grüne überbieten sich in ihren Ausgabenwünschen und sie werden die Einsparungen nicht durchführen, die dringend notwendig sind. Ich habe aber keine Zeit mehr, darauf näher einzugehen. Aber wie gesagt, Herr Starknecht, auch Sie haben als Kommunalaufsicht in diesem Land vollständig versagt. Denn Sie haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass jahrelang zig Millionen Beträge bei den Abwasserzweckverbänden verzockt worden sind, obwohl sie dafür zuständig sind, genau dahinter zu hinterfragen und dafür zu sorgen, dass mit dem Geld der Steuerzahler ordentlich umgegangen wird. Ich komme damit zum Schluss. Meine Damen und Herren, hier geht es nicht
um Demokratie, um Meinungsfreiheit oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie wollen einfach nur von dem Versagen Ihrer Koalition ablenken und im Vorfeld der kommenden Wahlen wollen Sie tätig werden. Wenn es Ihnen ernst gemeint wäre um Demokratie, dann hätten Sie heute Morgen nicht mit absolut fadenscheinigen Begründungen, mit Unverschämtheiten ein Foto, was 10 Jahre her ist, was überhaupt keine inhaltliche Aussage darstellt, einen Abgeordneten der AfD abzuwählen, ohne ihn überhaupt mal vorher in Ruhe anzuhören und das mal in Ruhe zu diskutieren. Nein, Sie sind nicht die, die den Rechtsstaat verteidigen, sondern Sie machen sich gemein mit denjenigen, die den Angriff auf den Rechtsstaat durchführen, mit fadenscheinigen Argumenten und Unterbruch unserer Verfassung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fahle. Ich sehe auch keine Anfragen. Bitte? Ja, ich bin bereit zu antworten. Nein, Kommen Sie her, dann mache ich noch 10 Minuten. Es gibt keine